Hey Leute, ich bin's. Oh Gott, Kanye. Okay, ich habe dieses Outfit noch drin, daran habe ich jetzt nicht gedacht. Ich bin's Kanye und heute zeige ich euch, wie man einen NPC macht, der einem verfolgt. Wie so ein Asozialer. Hör auf, mir hinterher zu laufen, finde ich sehr schlimm. Einfach so mitten in der Begrüßung mir hinterher zu laufen. Naja, egal. So sieht's aus, wenn ein NPC einen verfolgt und nicht von der Pelle rücken möchte. Und das zeige ich euch heute. In dem Tutorial zeige ich euch so die Basics, um einen NPC zu machen. Einfach nur, um grundsätzlich zu zeigen, wie macht man irgendwie einen NPC in ZapCode, dass man den auch benutzen kann. Und dann erstellen wir noch eine Funktion, mit der wir den NPC jemanden verfolgen lassen können. Das sollte auch erstmal genug sein, weil ich glaube, so wird das Video sowieso schon lang genug. Zuallererst braucht man natürlich einen Charakter. Und diesen Charakter erschafft ihr einfach, indem ihr oben auf Avatar geht, dann auf Rig Builder und dann könnt ihr einen beliebigen Rig Builder auswählen. Ihr könnt natürlich auch andere Charaktere nehmen und die einfach kopieren, aber wenn wir zum Beispiel Mesh Avatar 2016 nehmen, dann haben wir hier einen Rig, wunderbar. Und den könnt ihr auch nennen, wie ihr wollt. NPC 2 nenne ich ihn jetzt mal, weil wir da schon NPC haben. Und das reicht. In dem Rig ist automatisch ein Animate-Script drin. Das sollte, soweit ich weiß, funktionieren. Das Einzige, was ihr ändern müsst, ihr müsst dieses Script zu einem Server-Script machen, weil der NPC wird von einem Server kontrolliert, was die Animationen dann vielleicht noch nicht ganz so gut aussehen lassen wird, aber egal. Ihr geht einfach rein hier, kopiert den gesamten Code und packt ihn in ein Server-Script rein. Wichtig ist, dass ihr auch den ganzen Kram, der in dem Script drin ist, in dieses Server-Script reinpackt. Ich mache es mir einfach, ich habe dafür ein Plugin, das heißt Reclass von, ich glaube, LTOP. Da klicke ich auf Convert, wähle Script aus, Convert und jetzt ist es ein Script und dann sollte es auch klappen. Und euer NPC ist aufgesetzt. Ihr könnt ihn natürlich jetzt gestalten, wie ihr wollt. Ihr könnt in die Toolbox reingehen, dort Shirt eingeben und dann haben wir hier ein wunderschönes Shirt Mafia, meinetwegen ziehe ich kurz rein. Scripts sind drin, ist mir egal, ich will nämlich nur das Shirt haben. Da gehe ich hier rauf, Model, hier sind Pants und Shirt, kopiere ich mir. Löscht den ganzen Kram, paste die beiden hier rein und jetzt sieht er hübsch aus. Gut, und damit ihr am Ende nicht so ein Spiel habt, in dem ihr 300 verschiedene NPCs mit 300 verschiedenen NPC-Scripts habt, werden wir das ganze Ding objektorientiert programmieren. Das heißt, wir werden ein Modul haben, mit dem werden NPCs erschaffen und dann könnt ihr in euren Script so viele NPCs erschaffen, wie ihr wollt. Also wir haben hier einmal das NPC-Modul und dann das NPC-Controller-Script. Fangen wir an mit dem NPC-Modul. Das schreibe ich jetzt erstmal neu. Und wie in jedem Script fangen wir natürlich erstmal an mit den Services. Wir benutzen heute Debris, Pathfinding Service und den Workspace. Also diese drei Services hier. Heute werde ich auch einfach mal mit strictem Typing arbeiten. Einfach nur, damit ich hier keine Fehler reinhaue. Wenn ihr oben in euer Script minus minus Ausrufezeichen strict hinschreibt, dann ist Roblox sehr viel strenger mit euch, was das Typing angeht. Ihr müsst dann für viele Variablen einen Typen festlegen, um Roblox zu sagen, was das für einen Typen hat und um halt damit arbeiten zu können. Das ist anstrengender beim Coding, aber es hilft einem dann auch, um weniger Fehler reinzuhauen. Ihr könnt das gerne sein lassen, es ändert an sich nichts daran, wie euer Script am Ende funktioniert. Wir bereiten jetzt erstmal das NPC-Objekt vor. Local NPC ist gleich einfach nur ein Table. Und diesem Table geben wir dann Utilities. Normalerweise sieht das objektorientierte Pattern in Roblox ungefähr so aus. Wir legen einen Index fest für den Meta-Table, haben eine New-Funktion, mit der wir irgendwie einen neuen NPC erschaffen und dann setzen wir den Meta-Table zu sich selbst, damit jedes neue Objekt auf die Grundfunktionen vom NPC zurückgreifen kann. Das ist auch cool so, aber ich habe irgendwann mal von paar Monaten oder so einen Post im Dev-Forum gesehen, wo jemand eine andere Art und Weise gezeigt hat, die nicht unbedingt optimal ist, aber ich finde, sie ist ein bisschen übersichtlicher, gerade wenn man damit anfängt und grundsätzlich etwas schöner. Deswegen nehme ich das hier einfach weg und zeige euch jetzt einfach mal, wie das geht. Ich habe es natürlich auch ein bisschen angepasst. Wir haben dann in unserem NPC-Table einen weiteren Table, den nenne ich Modul, den könnt ihr auch anders nennen. Dann haben wir noch einen weiteren Table da drin, den nenne ich Basis. Ich glaube, er hat ihn, boah, gar keine Ahnung mehr, wie er ihn genannt hat. Und vor allem haben wir dann noch ein Meta-Table mit dem Index auf die Basis gesetzt. Also so ähnlich, wie es bei dem anderen Pattern war, nur dass wir nicht direkt auf den NPC wieder verweisen, sondern auf ein Table da drin. Das hat dann am Ende den Vorteil, dass, wenn man das Modul verwendet, keine Klassen und Methoden mehr sehen kann, die man gar nicht nutzen sollte. Aha, hier! Ich habe den Beitrag gefunden, den kann ich euch gerne in der Videobeschreibung verlinken. Da erklärt er halt die Probleme mit dem normalen Pattern und er erklärt dann, wie sein Pattern aussieht, warum er das benutzt, was für Issues das behebt und natürlich gibt es darunter auch ein bisschen Kontroversen, was für Issues seine Methode hat. Könnt ihr euch alles gerne durchlesen. Es ist nie alles perfekt. Hat alles Vorteile, hat alles Nachteile und darüber kann auch diskutiert werden. Ich finde es aber grundsätzlich ganz hübsch, wie er sich das so ausgedacht hat. Das verlinke ich euch auf jeden Fall in der Videobeschreibung. Und jetzt, wo wir unser NPC vorbereitet haben, ihr NPC-Objekt vorbereiten,
können wir uns natürlich um den Constructor kümmern. Das ist die New-Funktion, mit der man einen neuen NPC erschafft. Die heißt natürlich npc.modul.new, weil das Modul ist das, was am Ende returned wird. Und new wird auch die einzige Funktion sein, die wir da drin haben. Es sei denn, wir fügen da noch weitere Funktionalität später hinzu, wie zum Beispiel clear all NPCs oder sowas. Und wir nehmen da den Character rein. Wichtig ist, dass wir jetzt typen, dass der Character ein Model ist, weil wir wollen am Ende sagen, yo, NPC-Modul, erschaffen wir einen neuen NPC anhand dieses Characters, den wir hier im Workspace drinstehen haben, also NPC, neuen Charakter erstellen oder NPC 2, was auch immer. Wenn wir den Charakter nicht richtig mitgeliefert haben, sollten wir natürlich Error handeln. Das heißt, wir schreiben assert Character and type of Character is instance and Character is a model and Character.primaryPart. Das checkt einfach nur, ob wir einen Charakter haben, ob der Charakter eine Instance ist, ob diese Instance ein Model ist, ob der Charakter einen Primary Part hat. Und wenn eine dieser Sachen nicht zutrifft, dann wird einfach ein Error in die Konsole gepackt mit ungültiger Character. Jetzt holen wir uns natürlich noch den Humanoid und den Animator, weil die sind natürlich auch wichtig für den NPC. Vielleicht brauchen wir den Animator nicht unbedingt, aber wenn ihr euren NPC animieren wollt später, selbstständig, dann bräuchte den Animator, deswegen machen wir das direkt. Das heißt, Humanoid ist gleich Character Doppelpunkt FindFirstSight, which is a Humanoid. Ihr könnt natürlich auch FindFirstSight auf Class Humanoid machen. Ich kenne den Unterschied gar nicht. Also ich kenne den Unterschied natürlich. Es würde beides funktionieren, aber ich weiß nicht, was performanter ist. Und Animator ist gleich Humanoid and Humanoid FindFirstSight, which is a Animator. Das heißt, wenn der Humanoid nicht existiert, dann werden wir gar nicht erst suchen. Und wenn der Humanoid nicht existiert oder der Animator nicht existiert, sagen wir auch wieder ungültiger Character. Hier schreiben wir auch einen Punkt hinter, damit das gleichmäßig ist. Und dann können wir unseren neuen NPC erschaffen. Und das funktioniert auch wieder so wie beim normalen objektorientierten Programmieren. Wir machen einen neuen Table und setzen den Meta-Table, indem wir sagen, local neuer NPC ist gleich setMetaTable. Dann Lehrer-Table, in dem wir später noch Sachen reinschreiben für den NPC. Und dann npc.metaTable als Meta-Table, der dann wieder auf die Basis verweist. Und in der Basis haben wir dann später die Funktionalität drin, die alle NPCs miteinander teilen sollen. Falls ihr nicht wirklich versteht, was Meta-Tables sind und was objektorientiertes Programmieren ist, dann könnte ich dazu vielleicht nochmal ein Video in der Roblox Studio Lernserie machen. Bis jetzt könnt ihr es einfach so abschreiben, wie es ist. Das ist ganz cool, wie wir es machen. Mehr braucht ihr nicht wissen. Wir geben unserem NPC natürlich jetzt erstmal alles, was er so braucht. Dazu gehört natürlich ein Character, ein Primary Part, ein Humanoid und ein Animator. Wir haben bei all diesen Sachen natürlich vorher geprüft, ob sie wirklich existieren. So stellen wir sicher, dass es hier keinen Error geben kann. Und später für das Verhalten des NPCs wäre es ganz gut, wenn wir den Status vom NPC berücksichtigen können. Dafür sagen wir erstmal neuer NPC.state ist gleich idle. Idle bedeutet sowas wie tut gerade nichts. Ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt. Das sind einfach nur Status-Strings, die ihr selbst festlegen könnt, die euch später dann vielleicht helfen können, um zu sagen, jo, der NPC ist gerade am Wäschewaschen und kann dementsprechend nicht telefonieren oder was auch immer ihr mit dem NPC machen wollt. Nachdem ihr das gemacht habt, könnt ihr einfach schreiben, return neuer NPC und der Constructor ist fertig. Am Ende des Module-Skripts müsst ihr nur noch return npc.modul schreiben und das ist das Basic Setup für euren NPC. Es ist natürlich noch nichts an sich, es bringt euch noch gar nichts, aber wir können es natürlich jetzt einmal ausprobieren, indem wir einmal in das NPC-Controller-Script reingehen. Oben schreibe ich natürlich wieder strict rein. Wir müssen unser NPC-Modul requiren, das heißt local NPC ist gleich require script.parent.npc, also NPC-Controller-Script.parent. .npc und das wird required und dann haben wir das Modul. Einen neuen NPC erschaffen wir jetzt, indem wir sagen local neuer NPC, die Variable könnt ihr natürlich nennen, wie ihr wollt, ist gleich npc.new und dann brauchen wir einen Character und hier im Workspace haben wir ja schön den NPC 2, das heißt workspace.npc 2. Dadurch wird ein neuer Character gemacht und mit dem neuen NPC können wir jetzt Sachen machen, neuer NPC. Character, Humanoid, Primary Part, Animator, State. Wir haben Zugriff auf all diese Sachen und können das jetzt angucken und können jetzt sagen, print neuen NPC erschaffen, Punkt, Status, Doppelpunkt, und dann sagen wir einfach neuer NPC, Punkt, State. Wir probieren jetzt einmal aus, ob das funktioniert. Also gehe ich hier oben auf Run und im Output sollte dann auch gleich ein Error stehen, okay, der hat aber nichts damit zu tun. Hier ist jetzt ein Error von unserem Animate-Script, das müssen wir vielleicht nochmal bearbeiten gleich. Aber darunter steht, neuen NPC erschaffen, Status Idle. Wir haben einen neuen NPC, der ist Idle und ihr seht auch, dass der sich so ganz langsam hier animiert. Das liegt daran, dass wir das Animate-Script Server-Side gemacht haben, das heißt, es wird ausgeführt. Das einzige Problem an dem Animate-Script ist in Zeile 757. So, da hat es gerade geklingelt, ich muss ein Paket für Nachbarn annehmen. Auf jeden Fall, diese Zeilen hier, die müsst ihr entfernen. Wenn ihr die jetzt hier einfach so entfernt und das Skript schließt und dann wieder auf Beenden geht, dann steht da
Du hast Änderungen an einem Skript gemacht, während du gespielt hast. Möchtest du diese Änderungen übernehmen? Dann sagst du ja. Und dann werden die Änderungen übernommen. Und theoretisch könnt ihr jetzt hier nochmal reingucken in dem Error. Das Ding ist weg. Und wenn diese Zeilen weg sind, dann sollte dieser Error auch nicht mehr in der Konsole erscheinen. Das Animate Script sollte funktionieren. Also, wir haben einen neuen NPC erschaffen. Der kann aber noch nichts, außer dass wir irgendwelche Sachen von ihm auslesen, wie zum Beispiel den Status. Wenn wir jetzt wollen, dass wir mehrere NPCs erschaffen und besser untereinander kontrollieren können wollen, dann sollten wir auf jeden Fall alle NPCs, die wir erschaffen haben, speichern. Dafür mache ich einen neuen Table. Den nenne ich npc.npcs. Und da werden dann alle NPCs drin gespeichert. Und damit wir den NPC in diesem Table später auch gut wieder finden können über sich selbst, schreiben wir hier unten einmal npc.npcs in eckigen Klammern Character ist gleich neuer NPC. Dadurch wird der neue NPC im Table npc.npcs Character abgespeichert. Und wenn wir jetzt zum Beispiel zum Modul eine Funktion schreiben wie function npc.modul Doppelpunkt get NPCs, dann können wir einfach returnen npc.npcs. Das heißt, wir sagen jetzt einmal print aktuelle NPCs Doppelpunkt NPC Doppelpunkt get NPCs und dann printen wir das Ganze hier noch einmal, führen das Ganze aus, gucken dann gleich auf die Konsole. Hier ist wieder irgendeine Müllausführung, die wir hoffentlich entfernen können. Genau, so, ich mach mal Studio-Zeugs aus. Jetzt steht hier aktuelle NPCs, keine, ist ein leerer Table. Dann wird ein neuer NPC erschaffen mit dem Status Idle und jetzt sehen wir in aktuelle NPCs unseren NPC drin und der hat einen Animator, einen Character, NPC 2, Humanoid, Primary Part und Status auf Idle. Das kann dann später nützlich sein, wenn ihr zum Beispiel als NPCs Zombies machen wollt und dann sagen wollt, alle Zombies sollen diesen Spieler attackieren. Und dann kann man einfach sagen, NPC Doppelpunkt Zombie-Invasion und dann als Target einen Spieler festlegen und dann laufen alle Zombies zu diesem einen Spieler. Wenn der NPC dann sterben sollte, dann müssen wir natürlich wieder aufräumen, weil mit einem toten NPC kann man nichts machen. Dafür gibt es die Humanoid Died Connect. Also sagen wir hier einmal Humanoid.Died Doppelpunkt Connect Function. Und hier kommt dann der Code rein, der ausgeführt werden soll, wenn der NPC gestorben ist. Als allererstes sollten wir auf jeden Fall sagen, neuer NPC.state ist gleich tot. Damit alle gerade ausführenden Funktionen auf jeden Fall merken, okay, der State hat sich geändert, er ist jetzt tot. Wir sollten auf jeden Fall nicht mehr mit dem weitermachen, was wir gerade machen, weil es funktioniert eh nicht mehr. Falls wir irgendwelche Connections haben, sollten wir die natürlich hier disconnecten. Da wir gerade keine Connections haben, schreiben wir einfach NPC.npcs Character ist gleich null. Dadurch wird der NPC aus diesem Table hier wieder entfernt. Dann liegt der Charakter natürlich jetzt erstmal tot rum, aber sollte irgendwann aufgeräumt werden. Das heißt, wir warten ungefähr 5 Sekunden. Ihr könnt das natürlich auch niedriger oder höher einstellen, so wie ihr es haben möchtet. Und dann entfernen wir den Body, indem wir sagen, neuer NPC.character Doppelpunkt destroy. Und dann wäre es das auch, wenn ihr den NPC natürlich jetzt hier in diesem Script noch gespeichert habt in der Variable neuer NPC, dann existiert natürlich dieser NPC auch noch im Cache von eurem Script und dementsprechend ist es nicht komplett aufgeräumt. Vielleicht müsstet ihr hier dann auch nochmal Humanoid.died connecten oder so, um einfach die Variable aufzuräumen. Das liegt ganz bei euch. Ihr könnt natürlich auch das hier komplett sein lassen. Dann einfach sagen NPC new und dann sagen wir nicht neu NPC.state, sondern hier NPC.getNPCs. Und dann müsst ihr da halt nach dem Charakter suchen. Was jetzt auch nicht so die optimalste Lösung wäre, vor allem wenn es nicht existiert. Aber das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Wir probieren mal aus, ob ich hier nicht irgendwo einen Fehler gemacht habe. Wir runnen den Code. Unten steht aktuelle NPCs. Nichts, neuen NPC erschaffen, Status und dann... Ah ja, ich habe vergessen, den Status zu nehmen. Wir haben den ganzen NPC geprintet. Und dann am Ende aktuelle NPCs. Und dann seht ihr hier alle aktuellen NPCs. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Und wenn wir jetzt einen NPC töten sollten, indem wir den Kopf wegnehmen, dann stirbt er ja. Dann warten wir einfach 5 Sekunden. 1, 2, 3, 4. Oh, da ist er weg. Hat funktioniert. Wenn wir hier diesen NPC töten, dann bleibt er einfach liegen. Weil das ist einfach nur ein Charakter, der rumsteht. Den haben wir aber nicht zu einem NPC gemacht. Dementsprechend bleiben die Bodyparts einfach liegen. Aber bei dem anderen NPC haben wir eine Funktion geschrieben, die ihn aufräumt. Ihr habt gemerkt, diese 5 Sekunden gingen ziemlich schnell rum. Vielleicht wollt ihr es ja auch hochstellen auf, keine Ahnung, 15 Sekunden, damit ihr noch ein bisschen was von den Bodyparts habt. Das liegt ganz bei euch. Ihr könnt natürlich auch ein Ragdoll daraus machen. Wie auch immer. Hierum könnt ihr euch dann kümmern. Das war jetzt sehr viel Tara, nur um einen NPC zu erschaffen. Aber jetzt, wo wir den NPC erschaffen haben, wollen wir den NPC natürlich auch noch Sachen machen lassen. Und dafür schreiben wir hier unten eine neue Methode. Und jetzt kommt eine Sache, die ich bei der Art und Weise, wie wir hier objektorientiert machen, ein bisschen blöd finde, aber wir müssen einfach damit jetzt leben, wenn wir Typing richtig haben wollen, weil mit der anderen Methode haben wir überhaupt gar kein Typing, während wir diese Methoden schreiben. Deswegen lieber so als gar nicht. Wenn wir jetzt sagen Function NPC.Basis, weil die Funktionen, die jeder NPC für sich haben soll, die sind in Basis drin, dann müssen wir die Funktionen initialisieren, indem wir sagen Punkt Walk
to soll die Funktion heißen, statt Doppelpunkt. Das finde ich ein bisschen blöd. Ich schreibe gern alles mit einem Doppelpunkt, wenn es auch nur möglich ist. In dem Fall geht es nicht, wenn wir dann auch wirklich den Type vom NPC setzen wollen. Aber das wollen wir setzen. Wir wollen die Funktion später auch mit einem Doppelpunkt ausführen. Das bedeutet, das erste Argument ist self. Wenn ihr das alles nicht versteht, kein Problem. Es ist einfach so mit diesem Punkt und Doppelpunkt. Das ist für Anfänger ein bisschen kompliziert, aber schreibt es einfach so, wie ich es schreibe. Weil jetzt kann ich so den Typen von self festlegen, und zwar auf NPC. Den Typen NPC haben wir natürlich nicht, deswegen müssen wir den erst deklarieren. Und das ist das Schöne am Typing in Lua. Wir können den Type hier unten einfach festlegen. Huch, hier unten meinte ich. Indem wir einfach sagen, Type NPC ist gleich Type of NPC.Modul.New. Und dann machen wir hier einfach drei Punkte rein, damit er nicht rummeckert. Wenn wir hier keine drei Punkte reinmachen, unterstreicht er das. Wir können ja theoretisch die richtigen Types reinschreiben, aber wenn ihr drei Punkte macht, dann hält er einfach die Klappe, weil das ist auch egal. Damit bekommen wir automatisch den Type, der aus der Funktion npc.modul.new rauskommt. Das heißt, wir haben es jetzt leichter, dabei die Funktion zu schreiben. Unten schreibe ich einmal NPC Types. Ihr könnt theoretisch auch den State von dem NPC noch einmal festlegen. Type NPC State ist gleich Idle, Walking, Tot, was auch immer. Da habe ich aber festgestellt, das funktioniert nicht so ganz. Wir könnten den State auch hier oben festlegen. Wenn wir dann hier sagen, Doppelpunkt NPC State, dann sagt er auch Idle, Tot oder Walking. Ich weiß nicht, warum das so ist, dass man das hier oben festlegen muss und nicht da unten. Aber wenn ich es hier unten festlege und dann da oben verwenden möchte, dann sagt er hier String. Wenn ich es jedoch hier oben festlege und hier unten entferne, dann sagt er hier Idle, Tot oder Walking. Und das sind ja eigentlich auch die States, die wir haben wollen. Auf jeden Fall können wir jetzt hier den NPC-Type festlegen. Und wenn ihr hier rüber hovert, seht ihr auch schon, es ist ein Table, wo Table Self Meta Table Index 1 hat. Und im Index haben wir die Funktion Walk2, die wir gerade selbst schreiben. Und darauf können wir direkt schon zugreifen. Dann ist natürlich in dem Table ein Animator vom Typen Anim. Hallo, gib mir das zurück. Ich will das lesen. Ein Animator vom Typ Animator, ein Character vom Typ Character, ein Humanoid vom Typ Humanoid, ein Primary Part vom Typ Base Part. Und dann sehen wir hier wieder beim State, das ist ein String oder ein String oder ein String. Und das ist das Blöde. Das gefällt mir halt einfach nicht. Wir wissen zwar, dass es drei verschiedene Strings sind, aber er sagt nicht, welche Strings. Deswegen finde ich das einfach doof, bin traurig und lasse es einfach komplett weg mit dem NPC-State, weil es uns nichts bringt. Vielleicht funktioniert das in irgendeiner zukünftigen Version von Luau, aber aktuell geht es einfach nicht. Ist schade. Jetzt fangen wir aber endlich mal mit der Walk2-Funktion an. Und die Walk2-Funktion, die ist ja eine super, super wichtige Funktion. Mit der lassen wir einen NPC irgendwo hinlaufen. Und die Position, wo er hinlaufen soll, die müssen wir natürlich festlegen, indem wir sagen Zielposition. Und die Zielposition ist ein Vector 3. Später werden wir hier noch weitere Variablen drin haben, aber die füge ich erst dann hinzu, wenn wir sie wirklich brauchen. Erstmal prüfen wir natürlich, ob die Zielposition da ist oder nicht. Also sagen wir assert Zielposition und type of Zielposition ist gleich Vector 3. Wenn nicht, dann sagen wir ungültige Position. Abgesehen davon habe ich hier hingeschrieben, lässt den NPC zu einer Position laufen. Die Funktion yieldet, bis er natürlich angekommen ist oder nicht angekommen ist. Kann ja sein, dass es nicht schafft. Und returnt dann ein Boolean, welcher angibt, ob die Position erreicht wurde oder nicht. Das heißt, wir schreiben hier hinter noch einmal Doppelpunkt Boolean. Und jetzt wird er rummeckern hier am Ende. Wir returnen kein Boolean, aber das ist nicht so schlimm. Das machen wir ja nachher. Jetzt, wenn der NPC irgendwo hinlaufen soll, müssen wir natürlich sein State aktualisieren auf Walking. Wir können auch Running schreiben oder keine Ahnung. Könnt den State auch auf Unterwegs stellen. Hauptsache, wir wissen jetzt, der NPC ist gerade am Walken. Und eine Sache sollte euch vielleicht auffallen. Diese Funktion überschreibt den State of Walking. Aber der State kann ja nicht immer auf Walking stehen. Was ist, wenn der NPC tot ist? Deswegen schreiben wir hier oben einmal Self. Und jetzt kommt's. Hier ist unsere Autovervollständigung. Die funktioniert aber nur so lange, wie die Funktion auch fehlerfrei funktioniert. Das heißt, wenn ich hier jetzt hinschreibe if self. Dann steht's da nicht mehr. Das ist der Nachteil daran. Aber es ist einfach so. Wenn ihr das wirklich haben wollt, dann müsst ihr es erstmal so machen. Self. State ist gleich tot. Dann schreiben wir da schnell ein If-Statement. If self.state ist gleich tot, then können wir zum Beispiel warnen. Oder wir können direkt sagen, Error, NPC ist tot und kann nicht laufen. Punkt. Und dann haben wir das gemacht. Wer sich an mein Pathfinding-Tutorial erinnert, weiß, wie es jetzt weitergeht. Und zwar, wir berechnen einen Pfad mit den ganzen tollen Parametern. Das heißt, Pfad berechnen. Local Path vom Type Path ist gleich Pathfinding Service Doppelpunkt Create Path. Da drin ist ein Table. In dem Table haben wir einen Agent Radius. Den setze ich auf self.humanoid.hipHeight. Einen Agent Height, den setzen wir auf self.humanoid.hipHeight mal 2. Agent Can Jump ist gleich True. Agent Can Climb ist gleich True. Wenn er nicht klettern können soll, könnt ihr es natürlich auf False stellen. Waypoint Spacing habe ich auf 10 gestellt, weil dann haben wir nicht ganz so viele Waypoints.
Das ist einfach, wie weit der Abstand zwischen den einzelnen Punkten auf eurem Pfad sein soll. Und dann schreiben wir noch bei Costs rein, Water ist gleich 20, damit der NPC Wasser vermeidet, wenn er kann. Jetzt muss natürlich der Pfad berechnet werden. Und da das scheitern kann, schreiben wir das in ein P-Call rein. Local Erfolg, Meldung ist gleich P-Call, Function, Path, Compute Async, Self, Primary Part, Punkt Position, Zielposition. Dadurch wird der Pfad berechnet und wenn er nicht berechnet werden konnte, dann gibt es nicht direkt einen Error, weil der Error wird von dem P-Call aufgefangen und wir können den uns auslesen. Das machen wir hier unten jetzt. If not Erfolg oder Path.Status ist nicht gleich enum.PathStatus.Success. Das ist jetzt ein bisschen doppelt gemacht, aber keine Ahnung, ich habe mich nicht so genau damit beschäftigt, was alles noch rauskommen kann bei der Path-Berechnung. Deswegen einfach nur, um sicher zu gehen. Dann warnen wir einmal, Pfad konnte nicht berechnet werden und return false. In der Meldung müsste dann der Error stehen, wenn es einen Error gab. Gut, jetzt haben wir das alles hinter uns, können davon ausgehen, dass wir einen Pfad haben und der Pfad hat natürlich verschiedene Waypoints. Die Waypoints bekommen wir richtig, indem wir sagen, local Waypoints ist gleich path:get Waypoints. Und jetzt können wir loslaufen. Wir loopen durch alle Waypoints durch und lassen den NPC dorthin laufen. Ziemlich simpel, das haben wir in dem Pathfinding-Tutorial schon einmal gemacht. Nur, dass wir jetzt bei jeder einzelnen Iteration natürlich einmal checken, ob der NPC noch lebt, weil er kann ja jedes Mal gestorben sein auf dem Weg dorthin. Das heißt, wir sagen jetzt, if self.state is not like walking, then return false, unpassender Status. Diesmal sage ich nicht tot, weil es kann ja sein, dass der NPC zu irgendwas anderem gebracht wurde, irgendwas anderes jetzt macht, dann wird die Funktion einfach abgebrochen. Wenn der Waypoint, auf dem sich der NPC befindet, sagt, jo, du musst jetzt springen, dann sagen wir spring. Also, if waypoint.action ist gleich enum.pathwaypointaction.jump, then self.humanoid.jump ist gleich true. Das ist einfach super cool, dass wir einfach self sagen können. Ich kann euch das noch einmal zeigen hier. Self. Und dann können wir auf alles im NPC zugreifen. Wir können sogar wieder sagen walk-to. Wir können die walk-to-Funktion nochmal callen. Das funktioniert dann auch. Und da war schon wieder die Post. Ich muss schon wieder runterlaufen. Schon wieder ein Paket für Nachbarn. Weiter geht's. Wo waren wir? Ach ja, beim Jump. Okay, jetzt müssen wir natürlich zum nächsten Waypoint laufen. Bevor wir das machen, würde ich sagen, überspringen wir aber den ersten Waypoint, weil der erste Waypoint ist sowieso immer an der Startposition. Das heißt, wir schreiben ja einmal if i ist gleich 1, then continue and... Und damit skippen wir den ersten Waypoint. Ich lebe übrigens ein paar Stockwerke weit oben und habe den Anstand immer nach unten zu rennen, damit der Paketbote nicht nach oben rennen muss. Man könnte jetzt einfach sagen self.humanoid:move to und dann einfach waypoint.position. Guck mal, Waypoint haben wir gar nicht richtig gemacht. Also sagen wir hier Waypoint ist gleich Path Waypoint und dann funktioniert es auch mit waypoint.position. So. Aber es hat sich herausgestellt, dass es ein bisschen janky ist, wenn man dann jetzt sagt, yo, move to finished wait oder so. Dementsprechend machen wir unseren eigenen wait mit einem repeat until loop. Also das schreiben wir jetzt repeat. Und was repeaten wir die ganze Zeit? Wir repeaten einige Sachen. Wir müssen die Distanz zum Waypoint aktualisieren. Und da wir nicht jedes Mal eine lokale Variable deklarieren wollen, sagen wir jetzt local Distanz zum Waypoint ist gleich 50, das ist eigentlich vollkommen egal, was ihr da festlegt, weil es wird jetzt eh aktualisiert. Indem wir sagen, Distanz zum Waypoint ist gleich in Klammern waypoint.position minus self.primarypart.position.magnitude. Die Distanz ist ohnehin schon immer so ungefähr die Hip-Height, wenn er perfekt drauf ist. Dementsprechend können wir nicht warten, bis die Distanz zum Waypoint 0 ist. Wir müssen aber auf jeden Fall jetzt einmal hier self.humanoid.move2 hier reinschieben in den Repeat-Loop. Und wir wollen natürlich nicht, dass der NPC irgendwie hängen bleibt oder so, deswegen setzen wir einen Timeout. Das ist dann einfach nur ein Wert. Hier Timeout ist gleich 0, der mit jeder Iteration hochgezählt wird und wenn er einen gewissen Wert erreicht hat, dann hören wir auf, zu diesem Waypoint zu laufen und laufen direkt zum nächsten. Einfach nur, um sicher zu gehen. Das heißt, wir zählen jetzt erstmal den Timeout hoch, Timeout plus gleich 1. Dann wird natürlich einen Frame gewartet und jetzt kommt das Until, und zwar, wir sollen das hier so oft repeaten, bis Distanz zum Waypoint kleiner ist als self.humanoid.hipHeight mal 2 oder Timeout größer als 50. Wir könnten jetzt auch sagen größer als 60, das wäre dann ungefähr eine Sekunde. Das kann man nie genau sagen, weil die Frames sind natürlich nicht immer 60 Frames pro Sekunde, das hängt immer sehr vom Server ab. Oder self.state nicht mehr walking ist, weil wenn wir nicht mehr am Walken sind, müssen wir auch abbrechen. Und das wird dann mit jedem einzelnen Waypoint wiederholt und dadurch läuft der NPC zu seinem Ziel.
Jetzt gibt es natürlich noch die Frage, hat der NPC sein Ziel erreicht oder nicht? Das müssen wir natürlich noch returnen, das machen wir hier unten. Und zwar indem wir sagen, if self.state is not working, then returnen wir natürlich false. Weil dann wurde diese Funktion abgebrochen oder der NPC ist tot oder was auch immer. Der State ist ja nicht mehr walking, das bedeutet, irgendwas muss ja passiert sein und es muss furchtbar gewesen sein. Jetzt checken wir natürlich, ob der NPC an seinem Ziel steht, indem wir sagen, else if Zielposition minus self.primaryPart.position.magnitude ist kleiner als self.humanoid.hipHeight. Ich würde auch wieder sagen mal 2, weil sonst gibt es da vielleicht eine Error Margin. Wir können auch mal 1.5 sagen oder so, ist ja eigentlich egal. Dann returnen wir auf jeden Fall true, weil das Ziel wurde erreicht. Und wir setzen den State natürlich, self.state, wieder auf idle, weil der NPC ist fertig mit Walk. So, in jedem anderen Fall hat er auf jeden Fall sein Ziel nicht erreicht, weil er war zwar am Laufen, ist aber aus irgendeinem Grund nicht an seinem Ziel. Das bedeutet, wir return false, Ziel nicht erreicht und setzen natürlich den State vom Humanoid auch wieder auf idle, weil es trotzdem fertig mit dieser Funktion. Dann gibt es auch keine roten Markierungen mehr, weil wir jetzt in jedem Fall ein Boolean returned haben oder es gab einen Error. Und unser NPC macht jetzt sein Ding. Es ist natürlich nicht alles hundertprozentig optimal. Aber bevor wir uns darum kümmern, würde ich sagen, gehen wir mal in den NPC-Controller und testen das Ganze aus. Da ich jetzt nicht diesen Spaß hier mit NPCs getten machen möchte, sage ich wieder low kill NPC 2, haben wir ja unseren NPC genannt, ist gleich NPC.new workspace NPC 2. Dass der NPC erschaffen wird, wissen wir ja sowieso schon. Und jetzt sagen wir einfach NPC 2 Doppelpunkt walk to und dann nehmen wir einfach Position Vector3.new 0,0,0. Das ist jetzt seine Zielposition. Die wird ungefähr beim Spawn liegen. Da soll er hinlaufen. Ihr könnt natürlich auch jetzt einen Spieler nehmen. .primaryPart.position würde auch funktionieren. Wir testen das Ganze aus. Das hier ist unser NPC 2. Und wenn das Skript losgeht, dann sollte er eigentlich direkt hier hinlaufen. Direkte Linie. Also füllen wir das Ganze aus und da ist er und er läuft direkt los. Er läuft hier oben rüber, auch seltsam, aber okay. Er ist auf jeden Fall hingelaufen. Ach, hier ist 0,0,0. Gut zu wissen. Er hat sein Ziel erreicht. Wir können natürlich hier einmal printen. Print walk to, das heißt, er würde jetzt true oder false printen, wenn er fertig ist. Und bevor ich das ausführe, sage ich mal, machen wir hier ein kleines Hindernis, indem ich das Ding hier kopiere, ein bisschen größer mache. So, und dann gucken wir mal, wie er jetzt dahin läuft. Wir führen das Ganze wieder aus. Es lädt natürlich wieder eine Weile. Und er läuft hier wieder oben rüber, warum auch immer. Ah, hier hängt er ein bisschen an der Ecke fest. Hier bleibt er auch wieder an der Ecke festhängen. Das ist blöd und er hat sein Ziel nicht erreicht. Der NPC ist blöd und ist dagegen gelaufen. Wir können das Ganze natürlich visualisieren, indem wir oben auf File gehen. Und dann auf die Studio Settings. Da können wir Visualize eingeben und dann machen wir Show Navigation Mesh und Show Navigation Labels rein. Und dann sehen wir, das sind die Punkte, zwischen denen er gelaufen ist. Und er hat wahrscheinlich zu früh abgebrochen, weil er ist statt... Er wollte tatsächlich hier langlaufen, warum auch immer. Wollte er durchgehen oder so? Ja, tatsächlich, er wollte hier rübergehen, warum auch immer. Das ist halt Pathfinding at its best von Roblox. Aber auf jeden Fall ist er hier gegen gelaufen, weil er, bevor er hier war, direkt rübergegangen ist zum nächsten Waypoint. Was lernen wir daraus? Wir sollten vielleicht das ganze Ding ein bisschen anpassen. Und zwar könnte man jetzt auf den Schluss kommen, dass man die Zahl hier verringern sollte, damit der Humanoid nicht zu früh abbricht. Aber Humanoid.hipHeight ist schon sehr gering. Und damit würde man nur dafür sorgen, dass er viel zu janky rumlaufen würde und häufiger stehen bleibt zwischendurch. Man sollte diese Zahlen auf jeden Fall anpassen. Aber ich würde nicht unter Humanoid.hipHeight mal 2 gehen. Man könnte vielleicht den Timeout ein bisschen höher stellen. Man könnte vielleicht auch den Waypoint-Spacing verringern oder vergrößern, aber grundsätzlich ist das ein Problem vom Pathfinding an sich und wir müssen die Funktion später überarbeiten, dass der NPC einfach ein bisschen smarter läuft. Aber grundsätzlich sollte der NPC in der Lage sein, simple Hindernisse zu überwinden. Wenn wir hier den Abstand so ein bisschen erhöhen, dann sollte das auch nicht mehr das große Problem sein, dann sollte es an sich auch funktionieren, wenn die Levels halt nicht zu eng sind. Er läuft halt immer noch hier so richtig blöd rüber, das ist einfach Pathfinding, aber so erreicht er auf jeden Fall sein Ziel. Er bleibt jetzt an jedem Punkt stehen, weil ich es so niedrig gestellt habe. Ja, das ist einfach zu weiter Abstand, wenn wir es auf 1.1 stehen haben. Ich stelle es hier an beiden Stellen jetzt wieder auf 2 hoch, weil ich bin der Meinung, niedriger als 2 sollte man das wirklich nicht haben, dann bleibt er auch nicht mehr an diesen Punkten komisch stehen. Es sei denn, das Pathfinding jagt ihn mal wieder in den Boden rein. Und er erreicht dann auch sein Ziel, sagt trotzdem false tatsächlich, obwohl er hier an seinem Ziel dran ist. Das wird dann wahrscheinlich daran liegen, dass er zu weit oben steht. 0.0 ist ja hier unten irgendwo im Boden drin. Daran kann man natürlich nichts ändern. Er kann ja nicht in den Boden reinlaufen. Wenn wir jetzt stattdessen hier sagen, walk to workspace.spawnlocation.position, dann sollte es, glaube ich, schon funktionieren, weil die Spawn-Location nicht ganz so dick ist. Er bleibt hier wieder oben irgendwie stehen, läuft da irgendwie über die Kante. Er erreicht aber auf jeden Fall sein Ziel, ist da und es steht immer noch false. Hä?
Okay, ich habe mir das jetzt einmal rausprinten lassen. Tatsächlich ist der Abstand etwas höher. Und zwar wirklich um diese 0,5 Stats, die er von der Mitte entfernt steht. Das heißt, das sollten wir dann hier noch mit einbeziehen, dass er vielleicht einen Stat höher legt. Das heißt, wir sollten hier vielleicht dann doch sagen, ist kleiner als das plus 2 so als Sicherheit. Und dann sollte er hier kein Fehlergebnis mehr zeigen. Diese Prints zum Testen nehme ich wieder raus. Und jetzt erreicht der NPC auf jeden Fall auch sein Ziel. Es ist halt blöd, dass er so an Ecken hängen bleibt. Aber um dieses Verhalten nochmal zu verbessern, müsst ihr wahrscheinlich beim nächsten Mal einschalten, weil die Aufnahme hier dauert viel zu lange. Ich werde im nächsten Teil, in wahrscheinlich 2 Wochen, euch dann zeigen, wie man einerseits den NPC ein Ziel verfolgen lässt, welches sich die ganze Zeit bewegt. Und ich werde euch zeigen, wie man den NPC etwas smarter laufen lässt. Nicht perfekt, das Problem mit dem gegen die Wände laufen werden wir wahrscheinlich nicht lösen, weil dafür müsste man ziemlich viel Mathe machen. Wer weiß, vielleicht mache ich das bis zur nächsten Woche auch. Aber ich denke, das war's erstmal mit diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann lass gerne ein Like da. Wenn Teil 2 schon draußen ist, dann wird er vielleicht jetzt hier schon eingeblendet. Ich weiß nicht, welches Video hier eingeblendet ist, aber du kannst es dir auf jeden Fall angucken. Das war's auf jeden Fall. Ich zieh wieder ab in die Meere. Bis dann und ciao! Ich war so deprimiert, war traurig und allein. Ich war total verwirrt und fühlte mich ganz klein. Ich will im Wasser sein, bei all den Fischelein. Ich mache rein.